Kollege Klaus Ernst spricht jetzt für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kramme, das war wieder eine Rede nach dem Motto, dem Unterbewusstsein ist es egal, wer einem auf die Schulter klopft. Dass Sie sich bei diesem Gesetz selber noch loben, wundert mich allerdings wirklich sehr. Die Zuschauer, die hier sitzen, sind vorne durch dieses Parlament reingegangen, nicht wie wir, wie die Maulwürfe unten. Wenn man vorne reingeht, liest man dem deutschen Volke. Das deutet darauf hin, dass nicht nur die Halle diesem deutschen Volk gehört, sondern dass hier auch Gesetze gemacht werden sollen, die im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sind. Das ist der Sinn dieses Spruches. Meine Damen und Herren, und jetzt fragen wir mal, liegt es denn im Gemeinwohl, wie die Lage in diesem Lande ist? Wir haben bei Leiharbeit ein Durchschnittseinkommen von 1.300 Euro. Übliche Menschen, die einen normalen Job haben, haben 2.960 Euro. Ist das im Gemeinwohl? Das sind 1.660 Euro weniger. Wir wissen, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bei derselben Tätigkeit deutlich schlechter entlohnt werden, dass sie deutlich schlechtere Bedingungen haben. Das alles ist bekannt. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ändert dieses Gesetz? Dann stellen wir fest, ob dieses Gesetz im Interesse des Gemeinwohls ist oder ob sich offensichtlich bei dieser Gesetzgebung andere Interessen durchgesetzt haben. Wenn Sie jetzt sagen, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, Sie waren ja mal auf dem richtigen Weg bei Ihrem Wahlprogramm, da steht ja drin, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, das ist eine sinnvolle Lösung. Sie schlagen hier ein Gesetz vor, in dem gleicher Lohn bei gleicher Arbeit erst nach 9 Monaten Ausleihzeit im selben Betrieb erfolgen soll. Das hat doch nichts mit gleicher Lohn bei gleicher Arbeit zu tun, wenn Sie wissen, dass nur 25% der Beschäftigten überhaupt länger in diesem Betrieb beschäftigt sind als 9 Monate. Das ist Etikettenschwindel, was Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Und weil ich vorher den Koalitionsvertrag der SPD erwähnt habe, ja, ich weiß, ihr wolltet das anders. Und ich weiß, dass es hier an dieser Fraktion liegt, die das alles nicht will, weil diese Fraktion sich eben nicht am Gemeinwohl, sondern am Interesse der Leiharbeitsfirmen orientiert. Das ist das Problem in diesem Lande, meine Damen und Herren. Und jetzt wollen wir das mal im Detail buchstabieren. Wem nützt es denn, meine Damen und Herren? Wem nützt es denn, dass Leiharbeit überhaupt akzeptiert wird in diesem Land? Wo ist der Unterschied zur normalen Beschäftigung? Wenn ein Unternehmer einen beschäftigt, dann muss dieser Mensch, der für den Unternehmer arbeitet, letztendlich den einen Arbeitgeber sozusagen seine Leistung erbringen und der will an ihm verdienen. Bei Leiharbeit haben wir das Problem, dass am selben Beschäftigten zwei verdienen wollen. Der ihn verleiht und bei dem, den er arbeitet. Und deshalb ist die Forderung der Linken schon richtig, darüber nachzudenken, ob dieses System überhaupt einen Sinn hat und überhaupt im Gemeinwohlinteresse liegt, meine Damen und Herren. Und der zweite Punkt, wenn man darüber nachdenkt, wem nutzt es denn, dass bis zu 9 Monaten kein gleicher Lohn bei gleicher Arbeit bezahlt werden? Wem nutzt es? Dann nutzt es natürlich den Leiharbeitsunternehmen und es nutzt natürlich den Unternehmen, wo die beschäftigt werden, weil natürlich die weniger Löhne zu zahlen haben als dem, der normalerweise in dem Betrieb Vollzeit beschäftigt wird. Das ist der Zusammenhang und den wollen Sie mit Ihrem Gesetz nicht ändern. Und im Übrigen, Leiharbeit würde ja bedeuten, dass man Leiharbeit begrenzt, zum Beispiel, weil man sagt, es führt dazu, dass Vollzeitarbeit durch Leiharbeit ersetzt wird. Das tun Sie auch nicht, weil Sie 18 Monate zulassen, aber nicht bezogen auf den einzelnen Arbeitsplatz, sondern bezogen auf den einzelnen Beschäftigten. Das bedeutet, derselbe Arbeitsplatz kommt immer wieder mit einem Leiharbeiter besetzt werden. Wem nutzt es? Ist das im Interesse des Gemeinwohls? Nein, das ist nur im Interesse der Verleihfirmen und derer, die solche Arbeitnehmer beschäftigen. Mit Gemeinwohl hat das nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, wenn es darum ginge, wirklich Flexibilität auszugleichen, dann verweise ich auf die Rechtslage in diesem Lande. Sie können befristet Beschäftigte relativ ohne Grenze in einem Betrieb beschäftigen, wenn Sie einen sachlichen Grund haben. Eine Auftragsspitze wäre ein sachlicher Grund. Sie könnten das alles mit befristeter Beschäftigung ausgleichen. Nein, das machen Sie nicht, weil dann nämlich gleicher Lohn bei gleicher Arbeit bezahlt werden müsste. Die würden denselben Tarif im Betrieb erhalten, dieselben Löhne als auch die anderen. Sie wollen es nicht. Sie machen hier ein Gesetz im Interesse der Leiharbeitsunternehmen, im Interesse der Unternehmen, die Sie beschäftigen. Und wenn man den letzten Punkt bei VW sieht, da geht durch die Debatte, dass VW die Leiharbeit nicht übernehmen will, sondern rausschmeißt, dann weiß man auch, wem das dient. Das ist kein Gesetz im Sinne dem deutschen Volke, das ist ein Gesetz im Sinne der Leiharbeitsunternehmen.